mache, dann mache ich es richtig. Und dann ändert es irgendwo immer, wo es extrem ist halt. Und einfach mitmachen mache ich nicht, dann kann ich es sein. Mein Name ist Marc Rollier. Ich bin hier aus der Region Grenchen. Beruflich reite ich ein kleines IT-Unternehmen, wo wir hauptsächlich Softwareentwicklung und Betrieb von Grossrechensystemen machen. Für mich war der Sport die beste Lebensschule, die ich je hatte. Das ist eben Sachen durchgehalten, weil Disziplin. Ich bin ein Bewegungsjunkie. Ich muss mich bewegen, weil wenn ich irgendwie pro Tag einmal nicht kein Training habe, dann werde ich nervös. Mit 5 habe ich angefangen zu schwimmen. Am Wochenende waren wir viel an den Wettkämpfen. Das war so unser Familienzusammenhalt. Und mit 16 habe ich angefangen oder gewechselt vom Schwimmen zum Triathlon. Er wollte immer der Beste sein. Im Schwimmen war er der Beste, das ist klar. Und dann hat er dann gelitten oder mit dem Fahrrad und mit dem Laufen und so weiter. Und dann wurde er sehr ehrgeizig. Ich bin natürlich als Schwimmer sehr früh als Erster aus dem Wasser gekommen, dazumal. Aber dann haben mich dann alle überholt. Auf dem Velo haben sie mich überholt, auf dem Rennen überholt. Am Schluss bin ich zweitletzt geworden. Und dann habe ich gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Er wollte mehr. Ja, das ging dann immer weiter. Ich bin ins Junioren-Nationalkader gekommen. Ja, das war zwischen 35 und 40 Stunden Training, die es in einer Woche gegeben hat. Dort war für mich eigentlich klar, dass ich gerade in ein Profilager wollte wechseln. Mein Vater hat dann gesagt, nichts ist, du machst zuerst eine Berufslehre, weil wenn mal das mit dem Sport vorbei ist, dann ist es vorbei, oder? Dann hast du nichts. Wir haben immer die Philosophie gehabt, lerne etwas, das eine gute Basis ist, aber das hat ihm nicht gefallen. Mein Vater war auch, sage ich mal, also streng im Sinne von diszipliniert. Das war sicher etwas, was uns ganz früh mal gelernt haben, um zu sagen, zieh mal etwas durch, bevor irgendwo eben mal sagst, oh nein, scheiss mich, ich kann nicht mehr. Irgendwann ist entschieden worden, dass Triathlon olympisch wird, im 2000 in Sydney. Und das war dann eigentlich für mich das Ziel, das ich erreichen wollte. Und dem habe ich mehr oder weniger alles untergeordnet. Ist leider nicht so weit gekommen, weil ich einen doppelten Ermüdungsbruch hatte im Oberschenkel. Und dann ist für mich eigentlich die Entscheidung gefallen, dass auf dem Niveau der Sport eigentlich muss abbrechen muss. Für mich ist zu dieser Zeit ist Sport das und der Fokus auf dem. Und dann habe ich dann später mal gewechselt aufs Business und dort ist es genau gleich weitergegangen. Oder? Der Fokus war eigentlich wirklich auf dem Arbeiten, gewesen, 14, 16 Stunden Arbeiten pro Tag. Das ist auch nicht gesund, aber hat sich dann auch wieder geändert. Ich habe nichts verpasst in meinem Leben. Ich habe das gemacht, was ich zu diesem Zeitpunkt wollte. Und von dem her muss ich sagen, nein, ich habe nichts verpasst. Das war wirklich das, was mir Spass gemacht hat. Der Vorteil, den ich heute habe, ist, ich habe ein Gehör wie ein 14-Jähriger, wo mir der Fliegerarzt heute sagt, du hörst Sachen, die du normalerweise mit 14 hörst. Aber ich war nie in einer Disco drin und durch das ist mein Gehör wie neu, oder? Fliegen ist für mich in eine andere Welt eigentlich abzutauchen. Wirklich, dort kann ich abschalten. Angefangen habe ich hier in der Flugschule, in Grenchen. Und was mir natürlich eben dort schon mal gefallen hat, sind die abnormalen Fluglagen. Das war das, wo der Fluglehrer eben schon langsam bleich geworden ist. Ist es für mich wirklich immer interessanter geworden. Und dann hat er den Schein, das genügt er nicht. Also muss ein Kunstflieger her, oder? Dann macht er Kunstflug, oder? Verrückteste, was es gibt. Bin sein bester Passagier. Turbine Legend war ein Flieger, der ist im 98, 99 ist der zuerst mal gebaut worden. Und der hat natürlich Flugeigenschaften gehabt, die
geil sein, oder? Oder geil sein, so. Mit dem Flüger bin ich Testflüge. Da haben wir alles abgeschlossen, haben wir gekauft, haben auch Florida überflogen, für die letzten Turbineninspektionen machen. Und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir einen Ferienflug planen von Florida in die Schweiz. Und dann haben wir einen Kollegen von mir, hat dann gesagt, ja, er könne das machen, oder? Ist gestartet mit dem Flüger und nach 6 Meilen hat einen Engine-Failure gehabt. Und hat aber eine Notlandung können machen in ein Farmfeld rein. Er ist absolut ist wieder ausgestiegen nebendran. Der Flüger war natürlich total schade gewesen. Aber das war absolut nebensächlich gewesen. Hauptsache ist natürlich, dass ihm nichts passiert ist. Man denkt immer daran, oder? Auch wenn ich mit ihm bin, aber ich habe nicht Angst. Oder? Und das ist für mich wichtig, dass er selber das macht, was ihm gefällt. Seine Leidenschaft ausleben kann. Schlussendlich alles zum Guten gewendet. Der Kollege, der diesen Flüger aufbereitet hatte, hat per Zufall einen gleichen Flüger im Hangar inne gehabt. Und was haben wir gemacht? Ja, zurück auf Feld 1, so wie man halt ist, oder? Wir fangen wieder von vorne an, oder? Natürlich, das Material schaust du natürlich auch an, nach jedem Flug. Nach 10 Stunden öffne ich jede Klappe, die ganze Cowling kommt oben runter, Motorträger wird kontrolliert, auf Rissprüfung wird gemacht und so weiter. Also, das ist natürlich, du hockst selber in diesem Flieger drin, das Zeug muss schon verheben, oder? Ja, Dauer ist für mich natürlich ein elementares Instrument in der Fliegerin. Wenn du im Cockpit am Fliegen bist, hast du eine andere Uhr in diesem Cockpit drin, aber dann musst du dort her schauen, die eine Uhr ist dort, die andere ist dort. Und da weißt du genau, ich mache einen Blick aufs Handgelenk und ich weiss, was für die Zeit ist. Ich weiss, wenn ich gestartet bin, ich weiss, wenn ich gelandet bin und ich weiss, wie lange ich für Cooldown brauche, für Turbine, ohne dass ich nachher an digitaler Uhr muss rechnen muss, 30 Sekunden, dann drücke ich auf meinen Timer und fertig. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich bin eigentlich absolut zufrieden, so wie das ist. Und ich muss nicht mehr haben, also ich strebe nicht nach mehr. Er kommt nie und klagt irgendüber etwas. Er löst die Probleme. Ja. Für mich ist das Motto eigentlich, mach es heute und mach es nicht morgen. Sondern genieß den Tag, absolut. Und wenn du ein Projekt hast, dann zieh es jetzt durch und vielleicht ist morgen spät.